Hallo YouTube, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 20. Ja, ich habe heute einen kleinen Assistenten mit, meinen Sohnemann, den Luca. Guten. Hallo. Hallo. Ja, und wir wollen heute den Deutz D30 zusammenbauen, ne? Weiter. Ja. Ja, machen wir heute mal zusammen. Ein bisschen, der Luca hat sich das gewünscht und ja, dann wollen wir das jetzt auch mal machen, oder? Ja. Sollen wir mal reingucken, was hier drin ist? Ja. Ich habe keine Ahnung. Das fühlt sich schon schwer an. Würdest du noch mal fühlen? Schon schwer, ne? Aber mir nicht. Nee, für dich nicht. Das ist wohl wahr. So. Ich finde das schmutzig. Nee, nicht schmutzig, stark. Ja, genau. Komm, dann gucken wir da jetzt mal rein, was da drin ist. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob denn, was denn in den Kommentaren steht. Ja. Ja. Wie wir das denn zusammenbauen. Ansonsten musst du das gleich entscheiden. Ja. Ob wir eine Sitzbank machen oder ob wir zwei Sitzbänke machen. Zwei. Ne? Besser. So. Zwei sind besser, meinst du? Ja. Was ist da denn drin? Bitte. Hol mal raus. Boah. Guck mal, zeig mal hier. Ne, leg die mal. Die legen wir dann hier vorne hin. So. Dann sehen die die. Und hier mehr. Oh, Felgen, okay. Noch eine Felge. Oh, und noch zwei Kleinigkeiten. Zwei kleine Sachen. Okay, boah, das ist aber viel, ne? Ja. Ist da noch was drin? Nö. Nö, okay. Pass auf, dann machen wir jetzt hier den Zettel rein. Den Zettel rein und die Zettel rein. Und schwupp, weg damit. Ja, bitte weg, Leute. Brauchen wir nicht. Brauchen so. Jetzt legen wir uns die Sachen hier erstmal hin und müssen auch, dann machen wir jetzt mal auf. Also wir brauchen da ein Rad und da drauf das Rad, genau. So, dann machen wir die beiden kleinen weg. Weil wir haben, oder ich habe euch ja gefragt, wie bauen wir das denn jetzt zusammen? Machen wir eine Sitzbank oder zwei? Und das gucken wir jetzt mal nach. Da wollen wir doch mal gucken. Nee, das ist der falsche. Wo ist er denn? Machen wir mal hier. Hi, hopp. Heute. Alle hopp. So. Alle hopp, heute. Yeah. 18, 19. Da ist nichts. Gucken wir mal. Oh. Okay. Also, ein Kommentar ist: Ich wäre für zwei Bänke, Frau und Kind wollen ja mal mit. Ja, dann haben wir doch eine Entscheidung, oder? Ich wusste doch. Du wusstest das? Woher wusstest du das? Na, ich doch. Weil in deinem Kopf? Ja. Okay. Und also bauen wir zwei Bänke. So, das heißt, wir haben hier Bank Nummer 1. Also eine haben wir schon mal. Ein Teil. So, das legen wir uns jetzt mal hier an die Seite. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir das richtige zweite Teil erwischen. Also den brauchen wir auf jeden Fall nicht, weil das ist nur, da sind keine Löcher drin hier oben, oder? Nee. So, gut. Bett. Dann gucken wir mal hier nach. Ah, da passt aber die Bank nicht hin. Und das ist, ist ja schon das Teil hier. Also das passt auch nicht. Gut. Weg damit. Weg damit. Dann müssen wir uns den hier nehmen. Da passt die Bank drauf, richtig? Ja. Genau, so. Aber das müssen wir jetzt auch noch erstmal ein bisschen sauber machen. Das heißt, heute. Wir brauchen einmal unser Werkzeug. Das haben wir heute hier stehen, weil der Luca nämlich mein Assistent ist. Ja. Der Luca ist ja mein Assistent, was die Aufnahmen heute angeht. Der klickt dann da überall drauf und sagt, jo, Papa starten, Action oder Papa stopp. Ne? Der Luca muss da immer schön aufpassen. So. Aber das sieht ja schon mal gut aus. So. Dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir hier die Bank. Dann haben wir die Achsen. Okay. Den haben wir. Da müssen wir gleich noch was drunter machen. Und das müssen wir dann auch noch festmachen. Oh Mann, da brauchen wir wieder die Schere. Hier raus. So. Ja, die kleine Schere, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin?
Also, ich würde sagen, wir machen jetzt als erstes mal. Mit dir helfen. Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, Luca, mit helfen. So. Weil das ziemlich eng hier auch ist. Ne? Ja. Oh, guck mal. Jetzt hat sich die Kamera verdreht. So, da müssen wir doch hin. So, und dann. Guck mal, meinst du, wir kriegen den da rein? Ja. Ja? Guck du mal auf der Kamera, ob das gut so ist da. Ist das gut so, wie der Papa das macht? Nee. Wie nee? Dort ein bisschen. Ich sehe. So, guck mal. So, jetzt haben wir den drauf, richtig? Ja. Super. So, das heißt, die beiden Sachen, die tun wir jetzt mal an der Seite. Kannst du die mal da vorne hinlegen? Ja, da. Aber vorsichtig. Ne? So, dann müssen wir jetzt hier noch was dran machen. Und zwar müssen jetzt die beiden Sachen da dran. Oh mein Gott. Und, was ist das? Da fehlt doch eins, oder? Da müssen wir dann mal gucken. Und das ist das Nummernschild. So. Ja. Und dann müssen wir uns gleich nochmal entscheiden. Nehmen wir einen runden Überrollbügel oder nehmen wir einen eckigen Überrollbügel? Ich finde ja den runden schöner. Und ich bitte den auch. Ja, dann müssen wir gleich. Wann machen wir jetzt? Machen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck gleich? Ja. Okay, pass auf, wir bauen jetzt erstmal das andere zusammen. Ne? Und dann kümmern wir uns um das. Einverstanden? Nee, mach gut. Genau, so. Schnick, Schnack, Schnuck. Mal gucken, wer gewinnt. So. Einmal da raus. Das muss der Papa gucken. Ich glaube, das muss da hin. Ja. So. Mapping. So. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir den hier noch dran machen. Guck mal, wir verdienen hier. Auseinanderziehen hier. Gucken, wie das geht. Ah, da ist er. So. Was du da für Faxen? Nee. Hä? So. Ey, hier bleiben. Nicht weg abhauen. Nicht weg abhauen. Eine Nutte. Ey, hier bleiben. Na, merkst du was? Ja. Das geht gar nicht, ne? Der will nicht. Hm? Der will nicht in das Loch hier. Max. Sag mal. Das ist ja wohl nicht wahr. Heute. Mann. Manometer, alter Peter, ja. Ich sag dir das. Jetzt. So. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also. Jetzt müssen wir das Nummernschild dran machen. Ach du meine Güte. Warte mal. Ey, wo willst du denn hin? Hier bleiben. So. Ja. Jetzt müssen wir den noch mal einmal abmachen. Wir müssen jetzt erst das Nummernschild dran machen, sonst kommt der Papa da nicht dran mit seinen großen Finger. Die was? Du hast die Nutte. Na, das sagt man doch nicht. Doch. Das macht man nicht, nein. Ich, aber Popo. Aber Popo? Ja. Ja. Du wolltest mit da auf deinen Stuhl. Okay, dann komm mal rüber auf deinen Stuhl. Mal gucken, ob das passt, ne? Ob man dich dann auch sieht hier. Genau. Ja, ein bisschen im Hintergrund sieht man dich, ne? So, komm mal her. So. Okay. So. So,
Dann packen wir mal das Nummernschild hier aus. So. Und dann machen wir mal das Nummernschild hier drin. Ja. Ja. Und jetzt kommt die Lampe oben drauf wieder. Oh, ich tue es still holen. Also die. Ja. Eine Lampe oben drauf, jawohl. So, und jetzt haben wir, guck mal. Warte. Hallo? Hey. Ja? Oh, was hat der Papa denn gemacht? Das ist doch falsch rum hier. Aha. Ja, bist du fertig? Ja, ich mach ihn mit einem Akku. Immer ein bisschen. So, guck mal. Jetzt haben wir die Seite mit der Bank fertig, ne? Und die andere Seite fertig. Super. Guck mal, kannst du das mal unten in den Mülleimer da schmeißen? Da, unterm Tisch? Na da. Na klar, das hört sich super an. So. Das klebt. Schmeiß das mal da rein. Ja, unterweit. Gefallen. So. Jetzt geht's weiter. Und zwar bauen wir jetzt mal. Jetzt müssen wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen, weil. Jetzt müssen wir das hier auslosen. Nee. Welches wir nehmen. So. Nee. Schnick, Schnack, nee. Schnuck. Ah, beide eine Schere. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Beide Papier. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier wickelt Stein ein. Wer hat gewonnen? Ich. So, welchen nehmen wir jetzt? Den. Den? Ernsthaft? Ja. Findest du den echt so schön? Ja. Und heute? Den. Oder? Hm, also ich finde den nicht schön. Ich finde den runden schöner. Guck mal. Was meinst du? Den. Den? Okay. Dann legen wir den dabei. Ja. So, jetzt müssen wir uns mal. Müssen wir mal gucken, wie das hier geht. Also, wir haben hier noch zwei so grüne Platten, die müssen jetzt rechts und links erstmal noch da rein. Ja, du bist nicht mehr im Bild, weil du nicht richtig davor stehst. So. Mein Hase. Na, was ist denn hier los? Siehst du, jetzt bist du da. Wenn Papa dich anfasst, dann bist du da. Dann geht das nämlich vom Papa auf dich über. Ne? Wenn ich jetzt... Guck, jetzt ist der Papa weg und jetzt bist du da. Hallo! Hallo! Ne? So. Hey, hallo! Ist lustig, ne? Ja. Ich bin da. So, einmal. Kannst du den noch mal unten reinschmeißen, bitte? Ja. So, jetzt müssen wir den. Einmal haben wir das fertig. Jetzt müssen wir den hier noch ausknobeln hier. Mal gucken. Da
dass wir den hier noch rauskriegen. Und ich hoffe ja auch, dass die Lautstärke vom Mikrofon für die Videos jetzt besser geworden ist. Und es tut mir leid, also ich habe den Fehler im Übrigen auch gefunden, auch für die unsere kleine Alpenfarm gucken. Es war tatsächlich der Fehler vom Mikro. Das Mikrofon war kaputt. Tust du das mal rein? Und jetzt habe ich ein anderes Mikrofon erstmal dran, vorübergehend. Da wird nochmal ein neues kommen. Wann, weiß ich noch nicht, aber da müssen wir dann mal schauen. Ja, heute oder morgen nicht, aber da wird nochmal eins kommen auf jeden Fall. Ja, heute! Na? Dann bleib mal ruhig sitzen, Schatz. Nein. Nein, Papa spielt heute kein Hofbergmann. Was denn? Wir gucken mal, was wir nachher spielen noch. Okay, mein Engel? Ja, Opa. Ui, da ist er wieder, ich kann zaubern. Wupp. Weg ist er. Wupp. Weg ist er. Wupp. Hallo. Hallo. Mein Kleiner. So. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt müssen wir... Nee, hä? Ach nee, das war ohne. Ach, die Teile sind für ohne. Also wir haben drei Varianten. Also entweder machen wir es mit dem eckigen, mit dem runden, oder wir machen das komplett ohne. Oh, nee. Ohne. Ja, aber ohne wollen wir ja nicht, haben wir gesagt, ne? Nein, heute. Jetzt muss der Papa den hier wieder abmachen. Oh Mann! Papa! Und heute den auch heute. So. Ich darf auch aufnehmen. Okay, jetzt machen wir den hier erstmal. Jetzt müssen wir den hier erstmal dran machen. Guck mal, Luca. Jetzt müssen wir den hier erstmal dran machen, ne? Ja, ich hoffe, der kommt jetzt mal hier hin. So, einmal. Einmal da dran. Und dann das. Das. So, und dann kommt das jetzt da dran. Ich tue es den heute, den gleich. Ja, er wollte unbedingt mal. Die nächsten vier Folgen werden aber ohne ihn kommen, also, ne? Er wollte jetzt mal mitmachen mit dem Papa. So, guck mal. Sieht das nicht nice aus? Ja, das heißt, das haben wir dann jetzt auch fertig. Mit zwei Sitzen, sehr schön. Und jetzt müssen wir mal weiter gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Weil jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen auch anscheinend die großen Reifen. Und da müssen wir dann mal gucken. Was da jetzt noch passiert. So, jetzt machen wir erstmal die großen Reifen dran. Fertig hier. Ich dich so, und zwar. Oh ja, das ist schwierig. Das ist verdammt. Wolltest du mal probieren? Ja. Ja? Ja, komm, dann probier mal. Geht nicht? Geht nicht, ne? Geht nicht? Okay, pass auf. Trick ist, einmal so. Und jetzt muss man die. Oh! Das ist ganz schwer. So, guck mal. So. Fertig? Yeah. Richtig? Und dann meine Seite. Und da auch nochmal, genau. Warte mal. Ich wollte holen. Jetzt müssen wir gucken. Das will ich auch beide in die gleiche Fahrtrichtung drehen. So, das heißt, der muss da, so. Dass sie auch beide gleich sind. Das war bei den Kleinen, war das nicht so. Da brauchten wir das nicht machen, weil die Rillen drauf hatten. Da war das Profil egal wie rum. So, oh, das gefällt mir aber nicht. Warte mal. Den müssen wir hier nochmal abmachen. Da müssen wir mal eben kurz was ausbessern. Weil hier ist ein bisschen was zu viel. Das ist ein bisschen viel Überstand. Und das ist nicht gut, wenn wir so viel Überstand haben.
So, das sieht besser aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Profil wieder nach da. Richtig? Ja. Profil nach da, den nach da. So. Jetzt gucken wir mal. Jawohl, das sieht super aus. So, heißt, wir haben die beiden Reifen jetzt hier fertig. Ja. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier ja unsere Achse. Und auch die Achse müssen wir jetzt da unten dran befestigen. Ja. So? Ja. Jetzt haben wir die Achse da dran. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Nee. Wie das jetzt funktionieren soll. Na? So. Jetzt müssen wir den. Ich verstehe es nicht. Wie soll das jetzt gehen? Das ist doch viel zu eng. Ja. Hä? Jetzt habe ich es verstanden. Okay. So, jetzt muss man den hier mal positionieren. Nein. So. Jetzt wird es gerade tricky, denn wir müssen jetzt hier unten miteinander verschmelzen, ne? Also vereinen. Und das wird jetzt gerade etwas tricky. Was ein Roboter. Ja, ein Roboter. Aber Luca, wir müssen jetzt hier unten einmal gucken, dass wir das da reinkriegen. Ich habe keine. Warum geht das da nicht rein? Muss der jetzt nach. Och, ich habe den Falschschwung dran gemacht. Okay. Also nochmal ab. Einmal drehen. So, jetzt ist er richtig. So, den haben wir da dran. Also er nimmt ja immer mehr Form an. Sehr, sehr schön. Also das freut mich so richtig. So, jetzt haben wir die draufgesetzt. Jetzt kommt im nächsten Schritt, kommen jetzt die Reifen drauf. Mit den Reifen. Papa. Und dann kommt vorne hier die Kappe drauf, damit die Reifen nicht mehr abfallen. Ja. Und wir haben es fast geschafft, Leute. Ey, es ist der Wahnsinn. Wir haben ihn fast zusammen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die wir noch machen müssen, wo auch noch Ersatzteile kommen werden.
aber jetzt, und das ist sehr, sehr schön, finde ich, sieht er nach einem richtigen Schlepper aus schon. Und das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Ich werd verrückt. Ich auch. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist... Oh, ist das ein Schätzchen? Jetzt sieht er schon langsam wirklich nach einem Schlepper aus. Also... Man kann ihn auch so... Ja, aber vorsichtig, ne? Ja. Und der ist auch nicht zum Spielen, ne? Und? Was sagst du? Sieht der gut aus? Ja. Ja? Aber den fehlt noch. Ja, ein bisschen fehlt hier noch. Da müssen wir noch was machen. Genau. Also wir haben jetzt, meine Lieben, quasi einmal gemacht, das komplette Hinterteil angebaut. Und dann hätten wir eigentlich auch noch das Vorderteil anbauen sollen. Also sprich, vorne die Achse. Die haben wir aber schon angebaut. Da kommt unten noch ein Teil dran, so wie ich das sehe. Das scheint wohl irgendwie eine Kupplung oder so zu sein, um Fahrzeuge festzumachen. Aber da ist er. Unser kleiner Dolz. Ich halte ihn nochmal in die Kamera. Ja, die Lampe hier vorne fehlt immer noch, aber die machen wir noch dran. Aber irgendwie steht er auch ein bisschen im Schief. Ah, da. So. Der war nicht richtig fest hinten. So, und deswegen stand der halt auch schief, ne? Jetzt ist er da. Ne? So. Da ist der Dolz. Ich freue mich. Ich auch. Und wünsche euch noch schöne Weihnachtstage. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Adventskalender Haus Nummer 21. Bis dahin, euer Luca und euer Golke. Tschüss. Komm her, nochmal einmal winkeln. Tschüss. Warte. Ich habe Pause gemacht.